Seit dem Corona-Tief im vergangenen Jahr ist der Ölpreis im Jahr 2020 fast nur nach oben gegangen und im Jahr 2021, Arno Schönems bei der Société Générale, scheint sich das fast nahtlos fortzusetzen. Was steckt hinter dieser Stärke des Ölpreises? Ja, es ist tatsächlich so, dass der Ölpreis eine richtige Rallye hinlegt. Vor allen Dingen seitdem der Ölpreis im vergangenen Jahr so unter Druck geraten war. Und wir kratzen jetzt gerade an der Marke von 60 US-Dollar. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht das wie so ein Raketenanstieg aus. Aber wenn man längerfristig zurückschaut, dann sieht man doch, es gab auch mal einen Ölpreis bei rund 100 Dollar. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Und natürlich hängt es damit zusammen, dass zur Ausbruch der Corona-Krise damals die Konjunkturaussichten sich verschlechtert haben und der Ölpreis deswegen stark unter Druck geraten war. Und er ist sehr, sehr tief gefallen auf historisch niedrige Niveaus und hat sich im Prinzip seitdem aber von diesen wieder erholt, eben weil die Konjunktursorgen waren zwar da, aber die haben sich jetzt zum Teil zumindest verflüchtigt und das gibt dem Ölpreis wahrscheinlich auch deutlichen Rückenwind. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das so noch weitergeht. In der Tankstelle merkt man das ja auch schon. Müssen wir uns auf noch höhere Preise beim Öl einstellen? Ja, also der Ölpreis hat ja zumindest jetzt erstmal eine Riesenrallye hingelegt. Ob es wirklich in dem Tempo weitergeht, das ist tendenziell, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz, haben wir ja schon Notierungen beim Ölpreis gesehen von deutlich über 60 US-Dollar. Also es wäre auch keine Verwunderung, wenn der Ölpreis noch weiter steigt. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt schon eine sehr, sehr starke Rallye gesehen und es hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Angebot und der Nachfrage zusammen. Also die Nachfrage ist tendenziell sehr konstant, aber das Angebot, Aspekt ist da natürlich die OPEC, aber auch die Förderer in den USA, vor allen Dingen das Fracking. Wenn sich da natürlich essentiell was verändert, das kann den Ölpreis dann doch auch noch mal deutlich bewegen. Und schließlich und endlich die Konjunkturaussichten, ganz grob gesagt, die sind wichtig für die weitere Entwicklung. Nun, könnte es ja für Privatanleger auch interessant sein, von diesem möglichen weiteren Anstieg zu profitieren. Aber wie stelle ich das überhaupt an? Ja, so ein einfaches Mittel sind Partizipationszertifikate. Damit kann ich mich fast direkt auf den Ölpreis setzen. Und ich habe mal in unsere Statistik hier bei der Société Générale geschaut und wir haben tatsächlich wieder vermehrt Nachfrage nach Produkten auf Öl. Es ist ja auch so, dass es nicht so einfach ist, ein Finanzinstrument zu finden, was fast direkt den Ölpreis abbildet. Und da stellen Zertifikate durchaus ein Alleinstellungsmerkmal dar, dass man hier eben sich den Ölpreis anschaut und dann tatsächlich ein Zertifikat hat, was eins zu eins die Kursentwicklung nach oben oder nach unten berücksichtigt. Also wenn der Ölpreis steigt, ist man dann auf der Gewinnerseite. Wenn aber natürlich der Ölpreis fällt, dann verliert man was. Da gibt es natürlich einige Dinge zu berücksichtigen, weil man nicht direkt in Öl investiert, sondern in den Terminmarkt beim Öl. Da müssen wir uns mal genau anschauen, wie das genau funktioniert. Also, was sind das für Instrumente, mit denen ich so, wie Sie beschrieben haben, auf den Ölpreis setzen kann? Ja, also es sind Zertifikate, das sind grundsätzlich Inhaberschuldverschreibungen, die von einer Bank ausgegeben werden und die beziehen sich immer auf etwas. Das heißt also, in diesem Fall beziehen die sich auf ein Barrel Öl oder im Bezugsverhältnis eben entsprechend auf ein Barrel Öl. Und ich profitiere dann sozusagen von dem Ölpreisanstieg, wenn ich das Zertifikat gekauft habe, weil das im Prinzip im Preis sich ähnlich entwickelt wie auch der Ölpreis. Ich muss hier mehrere Dinge berücksichtigen. Zum einen die Umrechnung von Euro in US-Dollar, weil der Ölpreis wird in US-Dollar gehandelt. Allerdings bin ich hier natürlich Euro-Investor. Das heißt, ich muss hier umrechnen. Wenn also der Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar sich verändert, verändert das auch den Preis des Zertifikats, ohne dass vielleicht der Ölpreis sich bewegt hat. Und es ist nicht etwa so, dass wir als Bank sozusagen dann im Hintergrund richtig echtes Öl kaufen und dann irgendwie einen Tanker auf See fahren lassen, der das ganze Öl eingelagert hat von den Kunden, die die Zertifikate gekauft haben, sondern es ist vielmehr so, dass wir uns eine des Terminmarkts bedienen. Da wird der Ölpreis auch gehandelt, ohne physische Lieferung, also ohne dass man wirklich ein Barrel Öl jetzt hin und her bewegen muss. Und diesen Terminmarkt, den kann man nutzen als Finanzinvestor und wir bieten das dann in Form eines Zertifikats an. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Man orientiert sich zwar am Terminmarkt, aber dieses Partizipationszertifikat ist eben kein Termingeschäft, sondern da kaufe ich quasi ein Instrument, das diesem Preis folgt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau. Also der Terminmarkt, der kommt ja historisch im Prinzip von denjenigen, die Öl verarbeiten. Weil wenn ich eine Raffinerie bin, dann weiß ich ja ungefähr, wie viel Öl ich brauche, Rohöl, damit ich daraus Benzin oder irgendwas anderes produzieren kann. Und ich weiß ja heute schon, dass ich im Dezember so und so viel Barrel Öl brauche.
Und dafür ist der Terminmarkt eben wichtig, dass diese Raffinerie schon heute sich den Preis sichern kann für Öl im Dezember. Und das ist dann ein sogenanntes Termingeschäft. Wenn ich jetzt aber ein Zertifikat betrachte, habe ich ja erstmal kein Interesse daran, das Öl wirklich physisch liefern zu lassen, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass ich in den Ölpreis investiere und daran profitiere, wenn der Ölpreis steigt, weil davon gehe ich aus, wenn ich das Partizipationszertifikat kaufe. Und deswegen bedienen wir uns sozusagen des Terminmarkts nur als Hilfsmittel. Und es findet sozusagen, weil ich habe es ja gerade schon angesprochen, immer im Dezember eine Fälligkeit. Es gibt monatliche Fälligkeiten bei diesen sogenannten Terminkontrakten. Und da ist es dann tatsächlich so, dass das Zertifikat aber unendlich läuft, grundsätzlich von der Ausgestaltung, und jeden Monat im Prinzip eine sogenannte Rolle vollzieht. Das heißt dann von dem aktuellen Future, so nennt sich der Terminkontrakt, in den nächsten Future rollt. Genau Und da so wollte kann ich dann als Anleger partizipieren. ich mal einhaken, damit man da nicht zu viel auf einmal hat. Also soweit verstanden. Also das eine ist sozusagen das, was am Terminmarkt stattfindet, und das andere ist das Zertifikat. Und genau das, was Sie gerade schon angedeutet haben, muss man vielleicht noch mal kurz erläutern. So ein Terminkontrakt, der läuft ja irgendwann aus. Und da ich aber ein Zertifikat habe, das es nicht macht, weil es eben kein Termingeschäft ist, brauche ich natürlich eine Orientierung, wonach ich dann meinen Preis orientiere. Und das haben Sie gerade schon angedeutet mit dem Wort Rollen. Und das müssen Sie vielleicht noch mal genau erklären. Ja, also es ist tatsächlich so, dass es anders als bei Aktien, die sind ja da und die kann ich jederzeit handeln, diese Termingeschäfte immer eine Fälligkeit haben und dann auslaufen. Und vor dem Hintergrund muss ich dann in den nächstfälligen Kontrakt, so nennen wir das, dann rollen. Das heißt also, im Prinzip wird das Öl eben mit monatlichen Fälligkeiten gehandelt und ich wechsle dann im Prinzip den Basiswert. Das ist zwar immer noch das Öl, also alle sehen das auch. Also wenn man sich die Notierung des Ölpreises anschaut, dann sieht man in der Regel den aktuellen Terminkontrakt, der gehandelt wird. Und vor dem Hintergrund kann man als Anleger eben langfristig in Öl investiert sein. Aber es gibt immer eine kleine Differenz zwischen dem alten und dem neuen Kontrakt, bei dem gewechselt wird. Und die wird wertneutral für den Anleger sozusagen umgesetzt. Das heißt also, das Zertifikat, das ändert nicht den Preis in dem Moment, wo diese Rolle stattfindet. Aber natürlich, der Preis von Öl hat sich in dem Moment geändert. Und aktuell ist eine Situation, wo der Ölpreis in der Zukunft niedriger gehandelt wird als der aktuelle. Wir nennen das dann Backwardation und vor dem Hintergrund werden diese Anpassungen dann vorgenommen, aber für den Anleger sind die grundsätzlich erstmal wertneutral. Für wen eignen sich solche Partizipationszertifikate auf den Ölpreis? Ja, also grundsätzlich für Anleger, die interessiert sind, in den Ölpreis zu investieren, sich durchaus auch ein bisschen mit dem Terminmarkt auskennen und davon ausgehen, dass eben der Ölpreis steigt, denn sonst würde es keinen Sinn machen. Was das Charmante am Zertifikatemarkt ist, es gibt eben nicht nur ein Standard Partizipationszertifikat, sondern auch eins mit Währungsabsicherung. Also wer den Unterschiedswechselkurs zwischen Euro und US-Dollar unberücksichtigt lassen möchte, der kann eben in ein Zertifikat investieren, was Quanto ausgestaltet ist. Das heißt, der Währungskurs ist fest 1 zu 1. Es kostet zwar etwas an Gebühren, aber so hat man die Möglichkeit, diesen Effekt auszuschließen. Diese beiden grundsätzlichen Zertifikate, die sind zur Investition, stehen die zur Verfügung. Aber wie gesagt, grundsätzlich muss man davon ausgehen, wenn man zum Beispiel heute investiert, dass der Ölpreis in der Zukunft dann auch steigen muss. Denn ansonsten würde sich das Investment nicht lohnen. Aber sicherlich ist auch ein solches Geschäft mit Risiken verbunden. Welche können das sein? Also ganz grundsätzlich natürlich, der Ölpreis fällt. Das heißt also, ich habe hier einen Verlust, meine Markterwartung tritt nicht ein. Des Weiteren kann es unter Umständen auch sein, dass diese Terminkontrakte, wenn die angepasst werden in einer besonderen Situation, wir nennen das dann Contango, dass es dann dazu kommt, dass der Ölpreis sozusagen stabil bleibt, aber der Preis des Zertifikats fällt, dann heißt das im Prinzip im Hintergrund nur, dass die Terminkontrakte einen starken unterschiedlichen Preis haben. Das kommt aber nur sehr selten vor, aber sollte man hier auf jeden Fall auch berücksichtigen. Den Euro-Dollar-Wechselkurs habe ich schon angesprochen und schließlich sind Zertifikate, die als Inhaberschuldverschreibung angeboten werden, da sollte man auf jeden Fall auch das Bonitätsrisiko der jeweiligen herausgebenden Bank berücksichtigen. Arno Schwedems, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und bin selber auch mal gespannt, wie weit der Ölpreis wohl noch klettern wird. Vielen Dank nach Frankfurt. Gerne.